dass es hier auch keinen kurzen Weg hin gibt, ne? Der hat doch jetzt gleich eine halbe Stunde geschlafen, bis ich da bin. Er hatte dann wieder 1000 Millionen Leben. Ich zieh dem doch auch nichts. Das Kraut nehme ich mit, damit meine Tränke wieder voll sind. So, ich wette einmal macht der Gottmord noch, sage ich. Mindestens einmal. Da ist eine Wand, da kommst du nicht durch. Warum sag ich das? Da ist keine Wand, du kannst da durch. Renn dann, du musst nur lange genug davor laufen. Ja, habe ich. Hallo. Danke, Julian. Oh mein Gott. Was ist denn mit ihm? Der Angriff ist nicht sehr effektiv. Seitdem ich weiß, dass du in so einem Gott-Mode bist, ist dein Angriff nicht effektiv. Komischerweise, wenn du nicht im Gott-Mode bist, schon. Eigentlich müsste man ja immer nur mit einem großen Blitzableiter rumlaufen, hätte er keine Chance. Oh ja, ich habe verstanden, du hoppst gern über mich rüber. Ja, komm. Ja, da geht's irgendwann durch. Da musst du lange genug vorlaufen. Ich helfe dir dann auch. Also, ein bisschen. Es leuchtet blau, ich muss einsammeln.
Als ob das jetzt nicht reicht. Was will das Vieh denn noch? Das müsste doch gleich weg sein. Komm schon! Jetzt tu mir doch den Gefallen und sei endlich weg. Du tust mir den Gefallen nicht, ne? Nee, ich bitte nicht nochmal God Mode. Das ist so überflüssig jetzt, ne? Lass es doch einfach. Wenn er das so einmal im Kampf machen würde, ne? Ich würde das so verstehen, ne? Aber er macht so oft im Kampf einfach. Es ist. Ja. Ich kann es nochmal scharf machen, aber viel bringen tut es, glaube ich, nicht. Ich brauche 5 Lederhaut von dem, der gibt mir niemals 5. Hi, du bist noch im God-Mode, ich weiß. Deswegen lasse ich es gleich sein. Also ich habe ihn noch nicht angegriffen, ich wollte es mal so gesagt haben, ja? Ist okay, davor vielleicht, aber... Ja, da ist keiner von uns beiden. Du kannst... Also, Lichteffekt-Shop bist du super. Hast du schon mal überlegt, in die Entertainment-Branche zu gehen? Ja, gut. Es ist nur noch ein Strahl, das ist okay, gut. Oh, endlich! Danke dir. Jetzt brauche ich nur bitte noch 5 Lederhaut von ihm. Das ist schon mal das Falsche. Das ist auch das Falsche. Das ist auch das Falsche. Oh Gott.
Ich muss ihn nochmal besiegen. Sehr wahrscheinlich. Ich bekomme doch niemals 5 Lederhaut in der Belohnung. Da werden jetzt so 3 Lederhaut drin rumgammeln, aber doch nicht 5. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich danke dir für dein Follow, by the way. Habe ich nicht gehört, beziehungsweise wurde mir gar nicht angezeigt. Warum wird mir das nicht angezeigt? Ich danke dir vielmals, willkommen im Stream. Ja, 3-mal. Ich brauche leider dann noch 2. Alle guten Dinge sind ganz viele, ne? Dafür habe ich ordentlich Schwanz von ihm. Okay, und das Drachenid-Erz hier ist dieses Mal auch ganz okay, die Ausbeute. Aber was soll denn das? Neuer Rekord, immerhin etwas. Meinen neuen Rekord aufgestellt. Aber mir fehlt nur noch Lederhaut, oder? Den Rest habe ich hoffentlich zahlreich genug. Okay, Partnerin. Ich habe hier Quests für dich. Ja, ich weiß, das sagst du mir schon den ganzen Tag und ich ignoriere dich schon den ganzen Tag. Das brauchst du mir nicht nochmal sagen. Ja, einmal zur Schmiede, bitte. Oh, bitte fehlt mir nur noch das. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Okay, ja, das Donnerhorn, das bekommen wir auf jeden Fall noch. Das ist nicht das Problem. Da haben wir auch noch 2. Wir brauchen noch 3 Donnerhorne. Toll, super. Der will mich doch verarschen. Und da sieht die Rüstung nicht mal cool aus. Warum habe ich die blöde Waffe nur gemacht? Oh Gott. Okay, wir brauchen noch 3-mal Donnerhorn und 2-mal Lederhaut. Lederhaut und 3-mal Donnerhorn. Ich besiege jetzt aber eigentlich noch 8-mal, ne? Einmal machen wir heute noch und dann müssen wir den Rest halt dann doch nächstes Mal machen, bevor wir mit der Story weitermachen. Die Kämpfe gegen den dauern mir auch immer so lange. Das ist so. Ich muss morgen leider auch raus. Weil ich morgen zu einem Seminar muss. Auch richtig doof eigentlich gelegt, aber naja, egal. Und dementsprechend bin ich auch motiviert, morgen aufzustehen. Pass auf! Richtig, gar nicht. Aber ist okay. Ist okay. Ja, ich möchte den unbedingt nochmal jagen, natürlich. Weil er so toll ist. Oh, ich muss mein Inventar mal ordnen, sehe ich gerade auch, aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Wir jagen das Viech jetzt und dann machen wir den Deckel hoffentlich zu. Immerhin durch die Fußspuren. Ein Vorteil hat's, wir kommen in der Forschung bei ihm genauso weit wie mit dem Rest auch. Dass wir ihn vermutlich auf Stufe 3 bekommen, sag ich jetzt mal. Das ist, denke ich, schon positiv. Aber ich weiß eigentlich, ist das safe irgendwo hier wieder, wie sonst auch immer.
Pass auf, wenn du mich in Ruhe lässt, lasse ich dich auch in Ruhe, ja? Weil du hinterlässt nämlich gerade gut Fußspuren, die ich analysieren kann. Noch einmal Fell hinterlassen lassen würdest, wäre perfekt. Aber tust du nicht, ne? Warum sollte er auch nett zu mir sein? Andererseits war der Radobahn das ja auch nicht. Bei dem haben wir trotzdem Stufe 3 erreicht. Wo ich mir gut vorstellen könnte, dass wir das inzwischen bei ihm hier auch haben. So, jetzt langsam darfst du stehen bleiben oder tot umfallen, das ist auch okay. Oh Mann. Go up, go down and up, up and down. Und dann springt er gleich wieder die Klippe runter und dann springt er hinterher und dann drehen wir uns im Kreis. Meine Essenswirkung lässt auch nach, finde ich auch richtig doof dann. Muss nicht sein. Ja, immerhin bekomme ich jetzt einmal Crowd, dann kann ich nämlich wunderbar meine Tränke auffüllen. Warum habe ich das gerade so gesagt? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, weil ich es irgendwie sagen wollte. Keine Ahnung. Geh jetzt andersrum und dann kommst du mir entgegen, ja? Ich möchte das Kraut jetzt schon mal klein sein. Sind hier nicht irgendwelche Spuren oder so vielleicht noch? Von dir? So, entweder kommt jetzt zurück und wir kämpfen hier. Oder er macht das, was ich hoffe. Und er macht das, was ich hoffe. Was ein Erstschlag. Kein guter, aber einer. Oh, let's go. So knapp. Ich muss halt seinen Kopf kaputt kriegen, dann gibt es als Belohnung auch nochmal so ein Ding. Oh! Aua.
Ja, jetzt lässt du mich wieder nicht aufstehen, ne? Das gleiche mit dir. Kommst du noch wieder, oder? Möchtest du jetzt da wohnen? Oh, ich dachte, er macht Gottmut, aber er hat gar nicht Gottmut gemacht. Wo ist erste Hilfe? Oh Gott, Mode. Da ist er auch schon. Die Frage, ist der Gottmode zeitlich limitiert oder ist der auf den Kampf abgepasst? Also geht der erst nach einer Zeit im Kampf weg. Der Gottmode. Ja, hallo Mister, ich bin im God-Mode. Guten Tag, guten Tag. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den God-Mode wieder verlassen würden. Denn schließlich habe ich sowas auch nicht. Ja, hi. Boah, come on. Reicht doch. Ja, als wenn ein Streifen halt nicht reicht, ne? Nein, ich muss mir unbedingt die Waffen machen, die gegen ihn nichts hilft, weil ich sie fand, dass sie gut aussieht. Ja, kannst auch mal aus dem Gottmord wieder raus. Dankeschön. Das größte Problem ist, dass ich finde, dass deine Rüstung nicht mehr tut, glaube ich. Aua, ich bin genau reingestellt. Kannst du mal nach hier runterkommen ein bisschen mehr? Dann haben wir mehr Platz für unseren Tanz. Ja, genau, hier hinkommen. Also mehr oder weniger. Okay, du möchtest keinen Platz haben für unseren Tanz, okay. Thank you.
Eigentlich möchtest du wahrscheinlich, dass ich einfach weggehe, ne? Hier. Ja, ist gut. Da kannst du dich mal für eine Seite entscheiden. Aufpassen, dass ich nicht einpenne. Mann. Falsche Richtung. Aber nicht so schlimm, hier ist so eine Wespe. Come on! Julian, komm! Mit dem Ding her! Das lohnt sich ja sogar schon wieder, wenn ich das wieder scharf mache direkt. Jetzt snacken wir auf dem Weg noch eine Vitalitätswespe. Nämlich die da unten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er wiederkommt. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir den kleinen kriegen.